Und man hört ihn genau. Schon. Alberto! Ich hab keine Ahnung, wer die beiden hier sind. Hallo! 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 Wir sind jetzt... Was ist los mit uns? Ja, wir warten hier auf die super pünktlichen Pandas. Die pünktlich Pandas, ja. Die sollten um... Die sind einfach schon eine Stunde late. Wir sollten um 1 Uhr da sein. Ein bisschen den jetzt haben wir... Also ich will das ja nicht so sagen, aber die machen ein bisschen mit den Revi, ne? Ja, den Revi, wie man bei Ungefilmt Video gesehen hat. Die machen den Revi. Man muss immer warten auf Revi. Ja, jedes Mal. Das fuckt mich so ab, dass man auf Revi warten muss. Aber Malte hat wenigstens von mir schon bekommen, was die Wundertüte ist. Ja, ich weiß, aber das könnt ihr natürlich bei uns auf dem Hauptkanal dann eventuell demnächst mal sehen. Die Tage sehen. Ich möchte das jetzt nicht spoilern. Ja, das wird auf jeden Fall geteasert. Ich habe mich inspirieren lassen von zwei lustigen Jockeln. Also ich hab meinen Spaß. Sehe ich glücklich aus? Das ist nicht mein glücklich Happy Face. Wie ist denn dein glücklich Happy Face? Ja gut. Hey, schon wieder. Vor allen Dingen, heute fängt mich mein Leben richtig auseinander. Mein Handy die ganze Zeit, spielt nur Giga. Aber wisst ihr, was ich habe? Burkensumsgürtel! Ja, aber die gibt's nicht zu kaufen, also. Na, die gibt's nur für ihn. Die gibt's nur, das ist nur für mich. Das ist nur, damit ich ein bisschen Werbung machen kann. Also, ich wollte irgendwas erzählen, noch Lustiges. Du warst so weit, dass dein Leben scheiße ist momentan. Ach, war gar nicht lustig, was ich erzählen. Also, ich habe gerade bei Manuel Länder das Beste gelesen, was ich jemals gesehen habe. So, guck ich da so zu viel dahinter. Ich guck da so irgendwo, 5.7. Boss B-Day. Er hat einfach seinen eigenen Geburtstag mit Boss B-Day eingetragen. Ja, ich sitze hier so. Das stimmt, dachtest du dir, ne? Ich hab gedacht, ja. Ja, ne? An den Geburtstag kann ich mich erinnern. An den Geburtstag kann man sich erinnern, ja, genau. Ah, ich sollte noch für Wi-Fi mit Lauch eintragen. Gut, ich warte jetzt auf die super pünktlichen Pandas. Vielleicht kommen die ja nach 3 Stunden. Es ist ja eigentlich schon über 24 Stunden warten wir eigentlich schon auf die. Aber ich will. Darf ich das teasern? Was willst du denn teasern? Ja, den Hintergrund kannst du teasern. Ich muss einmal erstmal so machen, dass man das wieder sieht. Weil ich kann das richtig am Zittern, Alter. Muss man ein bisschen weniger Salat essen. Ja, sorry, Mann. Die Kamera, sie ist zu schwer für meinen Arm. Also immer, wenn ich traurig bin, gucke ich einfach auf mein Handy. James! Ja, gut. Wahrscheinlich, wir werden nachher nochmal in die frische Luft gehen, weil wir so krass sind. Dann fahren wir wahrscheinlich nochmal. Ich möchte nochmal diesen Berg runterfahren. Und mir dann nochmal den anderen Fuß brechen. Manuel geht und bricht sich den Fuß einfach. Er geht auf einem Longboard, also muss man nochmal dazu machen. Ich saß auf einem Longboard und habe mir den Fuß Warum hast du das gemacht? Weil das lustig aussah und das hat Spaß gemacht. Du hast doch gehört, ich habe die ganze Zeit dabei gelacht. Ja, ich habe auch die ganze Zeit gelacht. Lauter als du. Ich habe das auch gesehen. Und der Typ hat auch gegrinst. Am Ende, Alter, es wird einfach immer schlimmer. Ich dachte, du bist das erste, boah, das sieht ja gut aus. Und dann auf einmal auf den Latsch. Ich hätte mich nie auf mein Longboard gesetzt, weil ich weiß, dass es richtig dangerous ist. Aber Manuel sieht richtig gut aus dabei und dann wird es immer schlimmer. Alter. Und dann am Ende tot. Immer. Gut. Ich dachte, du überfährst dich selber. Fällt über dein Bein. Okay, wir sehen uns irgendwann. Ja. Hau rein, bis zum nächsten Mal und. Wir sitzen im Auto, mein Hallo. Fahrer fährt vorsichtig. Ja, das geht raus an meine Mama. Hallo Mama. Ich meine, du hast ja das Video gesehen, wie wir nach Köln gefahren sind und meinst so, ja Manuel, du fährst wie ein Missgeburt. Warum sagt meine Mutter sowas? Seine Mutter hat wortwörtlich gesagt, du fährst wie Missgeburt. Oh jo, Mama, warum sagst du sowas? Krass, ich habe es nicht verstanden. Warum. So, und jetzt, ich zeige euch, wie man hier richtig fährt. Also, so, wir gucken jetzt natürlich erstmal in den Rückspiegel. Ist aber schon lässig mit einer Hand am Lenkrad. Ne? Wir gucken jetzt natürlich in den Rückspiegel, ob da was frei wird. Aber dann sehen wir, ah nein, die sind mir leider zu schnell. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal. Wir sehen,
dass mich keiner durchlässt. Das aber da bleibt man auch ruhig, ne? Ja, da bleibt man. Stress auch. Deswegen, das stresst mich gar nicht. Ja, jetzt setzt du den Blinker, Schulterblick und rüber. So, Blinker. Da ist jetzt auch so ein Holländer, der hat uns gerade eben so richtig schön überholt. Ich hab deine Mutter gefuckt, du kleine Mistgefuckt. Ja, und dann, also natürlich, wir lassen ja uns nicht aus der Fassung wegen beim Autofahren. Ganz wichtig, wie gesagt, beide Hände am Lenkrad, immer schön vorsichtig fahren und immer nur an das Tempo sich halten. Also wir fahren auch wirklich 130, wo 130 erlaubt ist, auf den Tacho genau. Richtig. Wirklich ernsthaft. Ich fahre 120. 120 heute. Ja, ja, weil es geht nämlich nicht, weil vor mir der Werteherr nicht schneller fährt, aber das... Das ist eine Frau. Weil die... Warum fährt eine Frau überhaupt Auto? Also das lassen wir natürlich jetzt nicht. Also wir bleiben natürlich hier ganz gelassen dabei, ne? Und ja Mama, du siehst, also ich fahre ganz vorsichtig. Ich lasse mich nicht aus der Fassung bringen. Ich habe beide Hände am Lenkrad. Ich hupe auch nicht wieder mit meinem Kopf. Und ich bin halt ein neuer Mensch geworden, Mama. Und ich weiß auch, dass meine Mama das sehen wird. Ja, grüß sie an dieser Stelle. Ne? Ja. Grüß auch an meine Mama. Grüß an meine Vielleicht kann Mama. Deine Mama meine Mama anrufen und sagen, dass sie dieses Video gucken soll. Das wäre voll die gute Idee, ohne Spaß. Das wäre toll. So, jetzt sehen wir hier die Frau am Steuer. Kleine Dreckbastard. Ein Auto von was? So, okay. Und ja. Kleiner Chauvinist bist du, ne? Ich bin richtig schön. Also ich habe immer so viel Spaß am Autofahren. Es ist auch schön, neben Manuel zu sitzen. Also man hat immer das Gefühl, man ist gerade so im Bett, irgendwie in den Wolken und man wird von Engeln gerade so noch gestreichelt und so, weil es einfach so schön ist. Ja, man nennt mich, das ist nicht umsonst das Spaßi-Spaßmobil hier. Und auch das Schlafi-Schlafi-Mobil. Aber... Und auch das Safety-First-Mobil. Ich wollte gerade Safety-First-Mobil. Das ist das Safety-First-Mobil hier. So, die haben 4 genuiert. Okay, Freunde, ich glaube, das war es jetzt erstmal hier wieder aus dem Car. Ja. Also, viele Grüße an Frau Manuel und Frau Malte. Genau, und wir fahren jetzt zu Jaja. Jaja! Jaja! Ey! Hallo! Hi. Hallo! Guck mal, wie klein ich aussehe. Ich muss eigentlich so machen. Aua! Oh, man hört ihn genau. Schon! Alberto! Ey, ich hab keine Ahnung, wer die beiden hier sind. Was machen die? Warum hat er eine Kamera? Check ich nicht. Das ist Alberto, der, mach mal Beatbox. Boom, cha-cha, boom, cha-cha, boom. Boah, ich bin Killer, ich bin Alberto. Ja, ich bin sowas von Alberto. Ich sag's euch. Ja. Komm, ihr seid Kollegen, ne? Ich bin Alberto. Ja, was machen wir überhaupt hier? Wir haben ja ein Video gedreht, ja, oder? Ein Video gedreht für ihn, ja. Für Jaja. Ja. Für Jaja. Ja, yes, ja. Yes, ja. Ja, ja, ja. Erster Link in der Videobeschreibung. Und wir sind hier in Bohn. Wir sind in Bohn und wir chillen hier Bohn. Ein Bohn ohne Bohn. Ein Bohn ohne Bohner. Boah, bei denen krieg ich einen Bohner. Ja, die sind krass, die Typen. Alter, der läuft wie ein Gorilla, Alter. Der läuft echt. Aber wie aussieht denn ein Badeanzug? Ja, wir lästern ein bisschen über Leute. Ja, das macht uns auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, das ist ja, ja, unser ist Leben. Der Experte da drin. Absolut, ich hab grad schon mit der Kellnerin so ein bisschen rumgeflaxt. Stimmt. Das stimmt ja. Eigentlich. Stimmt. Ja, die richtig fertig gemacht. Ah, ja. Der kam gar nicht näher zu mir. Komm, oh, 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 oh. Sexy ist das. Oh, okay. Yo, yo. Kimmeltoe. Kimmeltoe. Warum? Ja. Dein Arm ist nicht lang genug. Nee, wirklich schon. Guck mal, meiner ist viel länger. Ja, dann nimm du doch. Okay, jetzt halt das Mikrofon. Geht. Jetzt hältst du aber das Mikrofon zu. Ja, clever von mir. Man braucht keinen Ton. Hab ich so entschieden, man braucht keinen Ton. Okay, krass, ja. Ja, wir haben uns mit Jaja nämlich verabredet gehabt. Zum Spaß zu Spaß um haben. Ein bisschen Spaß zu haben. Genau. Und um das Video zu drehen, das wird irgendwann demnächst mal kommen. Ich muss noch mal genau gucken, wann. Das wird sich zeigen. Auf Gesundheit-Tube. Auf Gesundheit-Tube. Genau, auf Gesundheit-Tube. Da gibt's so Tipps zu Apotheken, Umschau und Medikamenten und so. Also wenn ihr mal krank seid, ne, dann schaut bei mir vorbei. Das ist auf jeden Fall, kriegt ihr gute Tipps. Auf jeden Fall krank sein. Dafür muss man auf jeden Fall ziemlich krank sein, um bei mir zwei hier vorbeizuschauen. Ich sag's euch. Ich übrigens. Chillig. Manuel richtig im Struggle seines Lebens. Ich wollte rülpsen, aber ich hab's nicht geschafft. Niese.
Okay, gut. Ja, das war's. Gut. Peace out. Ja, ja, das letzte Wort. Furz. Ciao. Das war scheiße, das war ein richtiges Scheißwort. Das Wort war gay, Alter. Ja, ja, schwul.